Wir schauen nach Köln. Zugeschaltet ist Dr. Jakob Maske vom Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte. Schönen guten Tag, Herr Maske. Guten Tag. Also immer wieder wird ja nun auch von Seiten der Politik vor den Gefahren für Jugendliche gewarnt. Erklären Sie uns mal genau, was passiert denn tatsächlich, wenn ja, Kinder, Jugendliche Cannabis konsumieren? Ich denke, es ist ein gutes Bild, dieses noch nicht fertig vernetzte Gehirn von jungen Erwachsenen und auch Jugendlichen. Das geht also ungefähr bis zum Alter von 25. Die Vernetzung des Gehirns und das Cannabis, also genauer gesagt das THC, setzt sich an diese Vernetzungspunkte und kann eben schwerwiegende Folgen für das jugendliche oder junge Gehirn haben, wie zum Beispiel psychiatrische Störungen, Depressionen, Zwangsstörungen, aber auch Intelligenzminderungen. Nun wird auch immer wieder gesagt, diese Teillegalisierung des Bundes, die sei eben nicht geeignet, die Jugend tatsächlich zu schützen. Halten Sie dieses Gesetz für sinnvoll oder befürchten Sie jetzt tatsächlich mehr Jugendliche, die zu Cannabis greifen? Also das kann man wahrscheinlich so pauschal nicht beantworten. Wenn das Gesetz so durchgeführt wird, wie es geplant ist, nämlich dass Prävention großgeschrieben wird, Jugendschutz großgeschrieben wird, dann kann das unter Umständen so verlaufen, dass Jugendliche nicht mehr konsumieren, so wie wir das in anderen Ländern wie zum Beispiel Kanada, Uruguay sehen. Aber was sehen wir denn seit 1.4. an? Präventionsmaßnahmen. Wir sehen gar nichts. Ja, also das Gesetz läuft, es kann konsumiert werden und es gibt keine Prävention für Kinder und Jugendliche und wir sind auch nicht sicher, wann das starten soll. Insofern besteht im Moment eine Gefahr für Kinder und Jugendliche und diese sollten wir uns ganz bewusst machen und mit den Jugendlichen auch als Eltern über diese Gefahren reden. Nun wird in dieser Diskussion natürlich auch häufig dann der Alkohol angeführt. Da wird dann auch gesagt, also warum regen sich denn alle auf? Bei Alkohol gibt es da auch keine Kontrollen. Was ist denn tatsächlich gefährlicher aus medizinischer Sicht für Jugendliche, Kiffen oder Alkohol? Ich denke, das kann man so nicht beantworten. Wir haben von vornherein gesagt, dass das Legalisierungsgesetz eine gute Chance wäre, auch den Jugendschutz für Alkohol wieder sozusagen in den Vordergrund zu stellen und nochmal neu zu überdenken. Insofern auch hier gilt, je weniger Alkohol, desto besser. Am besten gar kein Alkohol fürs junge Gehirn. Das lässt der Jugendschutz, so wie er im Moment gestaltet ist, eben auch nicht zu. Und natürlich gibt es Jugendliche, die eher gefährdet sind, eine Erkrankung auszubilden durch Alkohol und andere eher durch Cannabis. Das kann man also nicht sagen, was jetzt gefährlicher ist oder weniger gefährlich. Also wir sind uns einig, Kinder und Jugendliche, die sollten am besten beides lassen. Nun ist dieses Gesetz aber auch dafür da, um eben Erwachsene zu entkriminalisieren. Halten Sie Kiffen für Erwachsene auch für gefährlich? Also wenn das Gehirn fertig vernetzt ist, dann haben Drogen immer auch noch eine negative Wirkung und sie können auch gefährlich sein, aber die Gefahr nimmt deutlich ab. Insofern kann man hier vielleicht Vergleiche mit anderen Drogen zulassen, was ich aber auch nicht als geschickt empfinde. Insofern wäre es immer besser, ohne Drogen zu leben, aber bestimmte Drogen sind zugelassen und letztendlich muss man das Gesetz ja so sehen, dass es eine Kapitulation ist vor dem Schwarzmarkt, den wir haben. Und wenn man jetzt hier wieder auf andere Länder guckt, die legalisiert haben und die Edibles verboten haben, also die essbaren Cannabinoide etc., sieht man durchaus einen Fortschritt auch für die Kriminalisierung. Der Schwarzmarkt ist in diesen Ländern deutlich zurückgegangen. Sagt Dr. Jakob Maske. Danke Ihnen sehr für dieses Interview. Sehr gerne.